Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video. Doch dieses Video wird diesmal eher informativer Natur, denn ich habe zwei weitere Personen mit mir dabei. Einmal den altbekannten... Servus! Du sollst deinen Namen nennen, nicht Servus sagen. Doch, Psycho. Okay, dann Servus. Servus bedeutet auf Englisch, nein, verdammt, aus Lateinisch Sklave. Ich wusste, dass es Latein war, gell? Also, ja... Naja, mein Disc kam nicht so gut an. Egal, weiter zur nächsten Person. Und neu bei uns und um diese Person und wird es sich zum Teil auch hier drehen, ist... Ishma! Sehr schön. Hallo. Denn wir sind jetzt Ich freue mich, hier zu sein, David. Also es war immer ein Traum, in eurer Show dabei zu sein. Das ist ein wunderschöner Moment für mich. Ja. Ich will den Moment nutzen, um meine Mutter zu grüßen. Wir freuen uns, dich da zu haben. Mir wird immer gesagt, ich würde vom roten Faden abweichen. Egal. Welcher rote Faden? Welcher rote Faden? So geht schon wieder los. Ja. Weiter zum Topic, denn wir sind jetzt ab sofort hier zu dritt auf diesem Kanal, in Klammern Psycho 198, vertreten. Ja. Also. Vertreten oder betreten? Konzeptkiller. Und werden wir jetzt hier Videos machen. Unsere Videos verfolgen natürlich auch ein Konzept. Wollen wir das kurz erläutern oder nicht? Grundfrage. Ich schätze schon. Oder ja, natürlich. Ganz kurz. Okay, dann los. Los. Ja. Das könnt ihr ja wohl am besten. Ne? Ich mache meine Sachen. Jetzt hat wieder keiner das Konzept im Kopf und versucht es irgendwie auf irgendwen anders abzuwälzen. Das stimmt ja gar nicht. Also, ich kann sagen, dass ich jetzt ganz neu hier bin, von dem großen Flaggschiff Nostradamus Gaming abgesprungen, um hier auf dieser Insel Nahrung zu ernten und Schutz zu suchen. Auf jeden Fall nehme ich meine Sachen mit, also meine Let's Plays und meine Online-Plays und die Live-Scheiße und alles und das ist eigentlich das Simpelste, was es gibt, nur ich bin jetzt hier und werde mit euch noch was machen und will euch beglücken, die hier gerade zusehen. Im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, wir machen 3-2-1. Yes. Nämlich drei Kanäle in einem. Einmal hier Psycho Games TV. Hallo. Und dazu nochmal Nostradamus Gaming. Und werden so das Grundkonzept dieser Kanäle mit dem hiesigen hier vereinen. Und auch dementsprechend haben wir uns ein paar Formate ersonnen, die sich aber natürlich auch noch verschiedensten Wandel unterziehen können. Aber bevor wir jetzt anfangen, diese Formate langweilig zu labern, weil das erstens niemand interessiert und zweitens sieht man es dann, wenn sie da sind, werden wir euch damit auch gar nicht weiter langweilen, sondern ja. Eigentlich sind wir jetzt fertig. Ja, das war doch wunderschön, kurz und knapp. Ja, wunderschön, kurz und knapp. Wir sind bei 3 Minuten, wir wollten 8. Also sollten wir doch anfangen. Moment mal. Da gibt es jetzt noch Details, ja? Detailfragen. Ja? Okay. Es ist ja nun so, dass zum Beispiel ich ja noch einige Videos von meinem anderen Kanal habe, die jetzt hier hinpassen und die auch immer noch einen gewissen Inhalt bringen können und deswegen werde ich die teilweise wieder re-uploaden und, ja, zum Beispiel und des Weiteren ja, ne, guck. Ja, dann sind wir jetzt durch. Genau. Also fangen wir an zu singen, wer fängt an? Was singen wir überhaupt? Ach, kommt schon. Wir können ein bisschen A Cappella Halo versuchen oder so. Wir könnten ein bisschen A Cappella Halo versuchen. Ich hab. Nein, da muss ich das Halo Wars Menü nicht dabei anhaben. Ja, oder die coole Cutscene schauen. Wir könnten ja. Da, wir könnten, da, 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 da. Echt? Das sehe ich vollkommen falsch. Nein, ich glaube, das ist alles Psycho-Sch. Ja, eindeutig. Ich bin der Einzige hier, der wirklich musikalisch ist, also ich bitte. Ich sage jetzt einfach Tschüss, macht ihr mal weiter. Tschüss. Machen wir mal weiter, okay. Wir sind ja geübt darin. Richtig, wir können das. Wir haben ja schon viel Erfahrung in Sachen Random Talks und können die Zeit mit sinnlosem Geschwafel füllen, das die meisten höchstwahrscheinlich bereits seit langem nicht mehr interessiert.
Doch wir vermögen es trotzdem, ja, diese Zeit der Leere zu überbrücken und euch mit unseren Stimmen zu unterhalten. Ja, Brücken sind ja auch gefährlich, ne? Weißt du? Ja, die können zu klein. Ich meine, man muss ja sagen, dass sehr viele Brücken in Deutschland doch tatsächlich. Ja, das meine ich nicht mal. Ich meine jetzt mehr so die wilden Brücken, ne? Ja, die sind entstanden nach der großen Brückenrebellion, als die Brücken sich nicht mehr länger den Menschen unterwerfen wollten. Stimmt, ja. Und dann sind die irgendwann ins Freie gekommen und haben dann angefangen, Kühe zu essen. Ich meine, ja, die sind gefährlich und jetzt gehen die Kühe langsam aus und dann kommen die Menschen. Man muss wissen, die Brücken sind natürliche Erzfeinde der Kühe. Ja. Das war schon länger so. Also es hat ursprünglich also neben dem Zug die größte Gefahr für Kühe. Ja. Neben Zügen. Ja. Du magst auch Züge, oder? Ja. Das liegt daran, dass Züge und Brücken verbündet sind. Das sind sogenannte Zugbrücken. Genau, die passen gut zusammen. Und dann gibt es ja auch noch diese ganz, 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 ganz gefährlichen Sachen. Das sind dann so Sachen wie zum Beispiel Transformierbare Brücken. Ja. Ja. Die können sich dann so auseinanderziehen und so. Ganz, ganz abgefahrene Geschichte. Das ist wirklich fahren. Ja, die sind sehr, sehr elastisch auch, weil man muss ja bedenken, der Werkstoff, der arbeitet ja immer, ja. Also, ja. Wenn's Atome sind wird, immer in Bewegung. Sie sind immer in Bewegung. Außer beim absoluten Gefrierpunkt. -273,2 Grad Celsius. Ja. 0 Kelvin. Richtig, Kelvin. Kelvin ist immer einfacher, ja, wenn man den absoluten Gefrierpunkt. Genau, der Kelvin. Weil es ist einfach 0. Null Kelvin. Was? Kelvin? Kevin. Kelvin, alles dasselbe. Ja, ja, und der Kevin, der war ja der Mensch, der die Brücken erst überhaupt davon überzeugt hat, zu rebellieren, ja. Das stimmt, ja. Das war der Kevin. Kevin, der Brücke. Kurani. Mehr so, ne? Uranium. Also, ja, der spielt ja nicht nur bei Schalke, sondern. Auch bei Uranium, das stimmt. Ja, ja. Dort ist er auch Uranium ist so ein. In der achten Schale. Ja, ja. Also der will ja auch so zum einem Halogen werden, ne? Das ist ja. Der will den Gen also nicht Tschüss sagen, sondern mehr so Halogen. Ja, da kenne ich einen guten Chemikerwitz. Okay? Dann ist ein Chemikerwitz, ne? Seid ihr bereit? Also. Ja, okay, kommt ein Heliumatom in eine Bar. Fragt der Barkeeper: Ja, was wollen Sie denn so zu trinken? Das Heliumatom reagiert nicht. Versteht ihr? Weil es schon in der achten Hauptgruppe ist, da reagieren wir nicht mehr. Ja. Ich dachte, der Witz wäre schon, dass du Chemiker genannt hast. Okay, auf jeden Fall sind wir jetzt auch schon... Jetzt muss ich aber noch einen Physikerwitz erzählen. Kommt ein Neutron und will in den Club... Mann, den wollte ich auch erzählen, Mann. Kommt ein Neutron und will in den Club, sagt der Türsteher, nur geladene Gäste. Ja, jetzt hast du den aber zu schnell erzählt. Ja, tut mir leid, ich fand ihn selbst so lustig beim Erzählen, dass ich ihn nicht beherrschen konnte. Heute nur für geladene Gäste. Egal, wir haben gleich 9 Minuten. Wir wollten nur 8. Ja, wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Ne? Genau, ja. Also Leute, was ist die Moral der Geschichte? Wir sind zu dritt und beware of the Brücken. Ja? Brücken hat einen riesen Fehler begangen. Also Brücken, ne, da müsst ihr aufpassen. Fehler begehen tut man nicht. Also irgendwas, was sich auf Geschichte reimt. Also Leute, ne? Das war's da mal wieder. Ich mal Videos machen ist deine Pflicht. Das reimt sich auch auf Schicht. Nein. Doch. Pflicht, Geschicht. Pflicht, aber nicht der Wahrheit. Können wir jetzt bitte einen Punkt setzen? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ach, halt's Maul.